Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr habt mir geschrieben, und das ist auch zu Recht, ich solle doch eventuell das Holz erst absägen. Vielleicht keine schlechte Idee, vor allem weil der Wald hier jetzt gerade am Nachwachsen ist und von daher so gut wie nichts zu tun hat. Die sind nicht mal zugewiesen? Ich habe die nie zugewiesen, ernsthaft? Bedeutet, wenn ich denen den Auftrag hier oben jetzt gebe, alles abzuernten, damit das bald passiert. Die sind schon auf dem Weg. Ha! Schau an. Die kriegen von mir jetzt jeweils einen vierten LKW noch. Einfach wegen der Strecke. Aber cool, okay. Wie läuft's mit unserem Sandgrabungsobjekt? Superb. Kriegt von mir noch seitlich einen Auftrag dazu. Und ich säge mal hier noch ein bisschen die To-Do-Liste ab. Damit das nicht schief läuft. Die Kollegen sind schon da, wie es ausschaut. Yes, wo fahrt ihr hin? Ja, die fahren auch. Dann wird der Baum als letztes gemacht. Perfekt. Na, wie es ausschaut, haben wir ja gleich den Sand abgegraben auch. Ich kann jetzt nicht sagen, Erde darf öffentlich verkippt werden, nein. Sag bei dir, was kann hier verkippt werden? Erde, nein. Und dann sollten die Kollegen eigentlich gleich hier hinfahren, oder? Richtig? Okay, wir fahren gerade aktuell fast nur Stein. Ernsthaft? Aber er fährt hier hin. Oh. Ich sollte die Verkippecke hier wegmachen. Die ist wurscht. Hä? Dann grab meinetwegen hier noch frei. Ich muss gerade schauen, wo ich hier überall aus den Aufgaben gemacht habe. Oh Gott. Ah, da scheiße. Jetzt kommt die erste Erde. Super. Kann ich denen eigentlich sagen, was da hauptsächlich fahren soll? Weil jetzt fahren sie alle mit so Minimengen. Das sollte man verhindern. Bedeutet, ich würde hier ein Schüttgutlager unten bauen. Und zwar ein großes mit einem kleinen dran. Fürs Erste. Und dass Erde verkippt werden soll. Und der Turm kriegt den Auftrag. Weil die sind sehr, sehr weit weg. Die Mine ist zu weit, damit sie das selber fahren können. Oder halt sollten. Also bei bestimmten Mengen sollen sie es dann verfahren. Den Rest verkippen sie ja eh bei sich. Direkt vor Ort. Von daher ist es wurscht. Wie schaut es mit unseren Kohlen? Oh, die Kohle scheint schon wieder leer zu sein. Wie schauen unsere Vorräte aus? Noch gut. Ich gebe den hier einfach immer den Auftrag zum Leeren. Oder sollte ich? Nee, sollte ich vielleicht nicht machen. Ne? Vielleicht ein bisschen blöd. Und ihr seid auch schon wieder durch.
Zack. Und hier auch nochmal so durch. Komm, das machen wir gleich mit. So, so und so. Aus und ziehen hier so eine Linie durch, weil die Kollegen verfahren das jetzt alles schön. Das ist super. Supreme, supreme, supreme. Wir haben lustigerweise mehr Probleme, wie es ausschaut aktuell, mit dem Glas. Wir haben also aktuell eher die Glasproduktion eingeschränkt. Okay. Auch nicht schlecht. Bedeutet, man sieht schon wieder, wir brauchen wahrscheinlich eine größere Glasproduktion ansetzen. Wie viel Glas fressen denn die? 16 pro Minute, also 32 pro Minute. Ja, wir brauchen eine größere Glasfabrik. Die Glasfabrik ist am Limit. Du machst... Du hast 24, du machst 24. Bedeutet, ihr seid perfekt aufeinander abgestimmt. Aber es gibt ja noch die Glaswirte 2, die macht 48. Die Frage ist, wir haben jetzt hier noch den alten Hochofen, glaube ich, ne? Der Hochofen 2. Kommt mit dem super klar. Die Frage ist, kriege ich den da hin oder muss ich danach nach hinten ein bisschen was freimachen? Der wird schon passen von der Stärke her. Ach du Himmel, ist das Ding riesig. Das frisst ja den kompletten Platz. Wenn wir das nach da hinten reinschlagen würden, könnten wir hier die Anlage reinsetzen. Müsste man überlegen. Oder ob man die neu aufbaut irgendwo. Was frisst denn das für Mischglas? Sand, Kalkstein und Salz, okay. Aber wenn, dann müsste ich das jetzt noch dann da drüben bewegen. Dann hier baue ich einen Schmelzofen hin. Und den dann nach da anschließen. Der Hochofen 2 macht in dem Fall auch nichts anders, ne? Ne, absolut nicht. Okay, gut, jetzt sieht man schon langsam, werden die Lager wieder ein bisschen leerer, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Die Kollegen graben ja gerade zum Glück. Ja, was kriegst denn du? Okay, er kriegt nur die Kante aus. Sei ihm verziehen. Na, scheint, da wurde schon die erste Erde verfahren. Gut, das ist gar nicht schlecht. Ich würde gerne euren Bereich ein bisschen anpassen. Aus einem simplen Grund. Ich gebe euch die ersten Verschüttaufträge jetzt hier. Und ich hätte gerne... Bleiben wir erstmal auf der Höhe, ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt wenigstens mal hier noch die Ecke säubern. Das ist noch in eurem Bereich drin. Noch in der Auf... Ich renne vom Mikrofon weg, weil ich immer so rüber gucke. Fragt mir nicht, wieso. Weird. Ne, aber die können jetzt hier nochmal das ein bisschen verfahren. Da kriegt man mehr Stein raus wie alles andere. Die Erde wird hier eher verfahren. Das ist schon mal gut. Das wird unser neues Erdlager in Zukunft werden.
Ich vermute mal, die fahren das von hier dann weg. Je nachdem, wie viel sie auf Lager bringen, weil da wird fast keine Erde abgegraben. Wie geht's denn eigentlich mit unserer... Ja, schau an. Da sind sie super dabei. Boah, es kitzelt gerade in der Nase, das ist richtig übel. Das graben sie gerade alles weg. Die Erde wird hier schon... Oh, schau mal, was da mit der Erde ankommt. Natürlich, die Erde wird sich jetzt eher mehr verbreiten nach unten. Das haben wir ja schon ein paar Mal das Gespräch drüber gehabt, dass einfach Kies oder Stein senkrecht sich platzieren kann, wie Erde bedeutet. Bis die Erde wirklich anfängt, sich zu verteilen, dauert es noch. Vorteil ist, wenn du natürlich dann gegen so eine Kante kommst, ist schon viel drunter verfüllt und es geht schnell nach oben. Und ich hoffe dann, wenn wir hier anfangen, irgendwann den Kalkstein zu minen, dass die Erde einfach weiter gekippt werden kann. Alter, das juckt in der Nase. Ich muss mal wieder ein Bart gleich schneiden. Hier tun wir jetzt ein bisschen schon die ersten Schichten abgraben. Bin mal überlegen, ob wir nicht hier ein erstes Testobjekt machen, wie tief wir runtergehen müssen, damit wir die erste Erdschicht so oder so weggraben können. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, einfach damit wir den Prozess nutzen können, richtig. Dafür müsste die Kante jetzt um einiges sauberer ausschauen. Oh ja. Die Kollegen graben sich hier durch wie wild. Man könnte sich dann bald vorbereiten, dass man die Kohlemine hier wirklich eröffnet. Weil die ist so gut wie ready. Zum Glück sind die da drüben auch fast ready to go. Die Kohle haben wir so gut wie möglich ausgeschäffelt überall. Nur noch die Endzeitgebiete hier vorne und die paar da hinten. Da gebe ich Ihnen jetzt aber auch gleich einen Auftrag für, dass Sie einmal hier hochgraben. Und einmal hier bitte noch eins tiefer gehen. Um die Kohle rauszuholen. Hier werden wir Stück für Stück jetzt den Rest rausschneiden. Genauso wie hier. Reste rausgraben, Reste rausschneiden. Ah, dann ist diese Mine schon mal leer. Dann sind wir hier komplett leer. Das, was ich jetzt zweimal als Mini gefurzelt, aber ich hab Bock drauf. Keine Ahnung, ich hab einfach Bock drauf. Ich glaube, die längste Mine, der ich nicht irgendwas sagen musste, ist die Eisenmine, weil die einfach so gut läuft. Was ist mit euch los? Oh, hier ist ein Einsturz gewesen. Reset und ein Reset. Die haben sich selbst da eingefahren, weil wir das abgestürzt ist. Shit. War gerade kein Treibstoff. Ob das jetzt gut ist, ich weiß ja nicht. Alter, wie viele Kartoffeln haben wir auf einmal? Wir laufen ja richtig gut. Wir geben dir jetzt noch mal ein bisschen mehr Gemüse. Und dir auch ein bisschen mehr Gemüse. Düngemittelübersicht, ja, die ist eine Katastrophe. Und ich sehe jetzt schon, dass wir wieder einen Überfluss haben. Ich muss das jetzt nämlich eigentlich mal hier drum auch anfangen zu kümmern. Wirklich mal eine separierte Linie zu machen. Die sich nur darum kümmert, dass das funktioniert. Weil wir warten immer auf Dünger 1. Dünger 1 wird mit Ammoniak und Sauerstoff produziert. Wir produzieren hier jeweils 12 Frevel auf 9 Ammoniak. Wir benötigen wesentlich mehr Ammoniak.
Die machten sie aus Chlorgraphit. Also scheint es noch alles gut zu sein aktuell. Zum Glück, ich sag's euch, zum Glück. Ja, die kommen hier gut raus, wie es ausschaut. So gut wie alles ist dann hier schon mal abgebaut. Es scheinen ja eh nur noch sehr dünne Schichten hier zu sein. Also hier gehe ich eh schon wieder oben drüber, weil ich mehr Steine damit produziere. Aber es hilft ja unserem Weiterarbeiten auch, wenn man es hier anschaut. Das hilft uns ja allgemein sehr gut. Kupfer scheint gerade ein bisschen hinterherzuhängen, aber ich verstehe es. Weil wir haben eventuell so eine eigene Mine eingeklemmt. Nicht unbedingt optimal. So, wie geht's den Kollegen hier hinten? Die graben sich hier schön raus. Wo ist der zweite von denen? Ah, der fährt wahrscheinlich wieder rum, ne? Da müssten wir wahrscheinlich auch ein Zwischenlager mal irgendwo aufbauen. Der fährt jetzt bis nach da unten. Da ist auch der andere Kollege. Aha. Die fahren anstatt hierhin bis nach unten. Auch spannend. Aber wie es ausschaut, sind wir hier gut dabei. Die Kohlemine ist nun endgültig fast leer. Die letzten paar Zentimeter finden. Jetzt wissen wir auch, warum in echt die Minen so ausschauen. Weil einfach natürlich das eher so ein rundes Abvorkommen ist. Und das musste man eigentlich ablagern. Aber so ergeben sich die Schichtensysteme. Genau was wir hier auch machen. Wir graben Schichten ab. In Tonnen. Aber keine Ahnung, es macht ein gutes Feeling jetzt langsam. Der Sand ist natürlich... Bergen. Oh, lass mich raten, ich habe den aus in die Straße gekappt, die Saaten. Die haben, glaube ich, keinen Weg mehr, dass sie da reinkommen. Können wir euch eine neue Aufgabe mal kurz geben? Und einfach sagen, wir sind hier. Und wir graben mal bis oben hier ein Loch. Da können beide dran arbeiten. Jetzt können sie den Sand nicht mehr verfahren. Weil der Sand hier voll ist. So, wir haben jetzt hier uns ein bisschen Delay gebaut. Da muss ich mich aber echt bald drum kümmern. Dünger wird wieder geliefert. Zwar nicht an alle, aber die ersten kriegen wieder Dünger. Was natürlich sehr schön ist. Wir verarbeiten hier immer weiterhin noch das ganze Zeug. Und Brot haben wir in Tonnen. Also echt Tonnen. Selbst Gemüse sparen wir mittlerweile an. Das finde ich sehr cool. Was hier jetzt noch fehlt, ist ein Möbelhaus. Das können wir vielleicht mal hinsetzen noch. Haushaltswaren. Dann ist nicht die von auch wieder voll. So, wer beliefert jetzt Ikea? Schau mal. Bei Lebensmitteln sind wir am Maximum, so wie ich das hier verstehe. Krankenhäuser bieten nichts, aber ja, die liefern uns was anderes am Ende, ne? Weil irgendjemand holt sich jetzt von Kollege Haushaltswaren Sachen ab und belädt es. Vermuten wir, das sind die, ja. Wir kriegen jetzt den 2,1 Bonus noch auf die Haushaltswaren dazu. Das müsste sich ja dann gleich mal hier abzeichnen anfangen, oder? So wie ich das verstehe. Oder es kommt noch. Vielleicht braucht es eine Zeit. Ja, da ist es. 3,57. Super. Die Mine liefert wieder ganz gut Kupfer.
Zwischenlager schon wird aber auch ganz gut aus. Da haben wir ein Glas-Zwischenlager. Natürlich auch noch eine Sinn nach. Wir hätten rein theoretisch genug Glas da. Aber Leute, bevor ich jetzt übertreibe, weil die Folge muss heute noch raus und ich weiß nicht, ob ich das zeitlich auch hinkriege bis 17 Uhr. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.